Ja, Freunde, gestern war ja die gottloseste Folge TikTok ever. Harun ist ja komplett außer sich. Vor allem jetzt, nachdem das Druckmittel gegen ihn veröffentlicht wurde, und zwar ein Bild von seiner Mom, was sehr, sehr viele verbreitet haben, was ich hier nochmal an der Stelle, um es anzumerken, als ein absolutes No-Go empfinde, ging es noch viel, viel ehrenloser und dreckiger weiter. Aber durch diese ganze Harun-Thematik, die wir uns gleich auch noch weiter reinziehen werden, ist eine andere Thematik fast untergegangen. Und zwar der Beef zwischen Barello und einem Islamprediger mit dem Namen Abdelhamid. Denn dieser Abdelhamid hat sich zu Barello geäußert. Hier nochmal zur Auffrischung und Erinnerung seine Worte. Warte, warte, guck mal, Leute. An Abdelhamid gehen wir jetzt bei. Allah hat keine Hände, Allah hat kein Gesicht, was hat er denn? Guck mal. Abdelhamid, du bist ein Prediger. Lass mich mal kurz reden. Wie, Allah hat keine Hände, Allah hat kein Dies. Was hat er dann? Ja, Wussich, ja, Nijif. Wie, was hat er dann? Was laberst du, Junge? Du kennst dich gar nicht mit Islam aus, ja? Was laberst du? Wie, was hat er dann? Muss Allah Augen haben, damit er uns sieht? Ey, was ist mit dir, Abdelhamid? Ich hab dich gefeiert, aber bei aller Liebe, ey, Abdelhamid. Guck mal, hör mir mal zu, ne? Wir haben heute, warte, bis Samstag hast du Zeit, Abdelhamid. Bis Samstag hast du Zeit. Geh in live, mach ein Video, wo du das zurückziehst. Wallah, sonst wirst du nie wieder predigen, ja? Weil guck mal, was du da sagst und so, ne? Und ich hab noch ein Video dazu mitbekommen. Du sagst, Allah schämt sich für euch. Junge, wo hat Allah gesagt, dass er sich für uns schämt? Und genau diese Aussage war auch der Auslöser dafür, dass Barello anfing, gegen ihn zu schießen. Denn dieser Abdelhamid hat immer wieder Barello und Co., allen voran halt auch Barello, weil er der bekannteste quasi ist für diese Fitten auf TikTok, dafür an den Pranger gehangen, dass die sowas machen, was sie machen. Genau wie das, was wir uns gerade reingezogen haben. Das Ding wurde wohl aber hinter den Kulissen geklärt, laut Barellos Aussage. Trotzdem hat Abdelhamid es sich nicht nehmen lassen, einen Dreiteiler hochzuladen, wo er sich nochmal zu dieser Thematik äußert. Und ihr wisst, Barello hatte ja auch noch Beef mit Yasser, wo er komplett ausgerastet ist, viele unterstellen ihm, dass er zieht, dass er kokst, was auch immer. Ich habe langsam auch das Gefühl. Und bevor wir uns den Dreiteiler von Abdelhamid reinziehen, hier die Worte von Barello dazu. Leute, mein allererstes Statement ist, Leute, wisst ihr das schon? Zu welchem Thema, ne? Lisa, wartet kurz. Erste Thema, Leute. Yasser und so, ne? Leute, gestern ist was vorgefallen, ne? Ihr habt gesehen, Leute, und so, ne? Ich war sauer und so, weil die haben ein bisschen gestichert gegen mich und so. Und natürlich, wenn einer was gegen mich redet, rede ich auch direkt gegen ihn. Bei mir so, Leute, egal, wer gegen mich schießt und so, Leute. Ich kann irgendwie meinen Mund nicht halten, Leute. Ich muss direkt loslegen und so, Leute, ne? Und jetzt deswegen, Leute, werde ich nur ein Thema zu Abdelhamid, Leute. Abdelhamid erwähnen, Leute, ja. Er hat wieder 3 Videos über mich gemacht und so, Leute, ne? Abdelhamid. Und ich weiß, er hat krasse Anhänger, Leute, ne? Die mir auch schreiben, ey, warte, wir werden dich finden, wir werden dies, wir werden das. Wallah, kann ich auch verstehen, Leute. An sich, Leute, ist Abdelhamid ein korrekter, Leute, ne? Aber wir haben das privat geklärt mit denen, Leute, und er macht wieder 3 Videos über mich, Leute, ja. Er macht wieder 3 Videos über mich. Guck mal, Leute. Dass man Imame, dass man Prediger als Wusse, als Nedges beleidigt, dreckig, unrein, Penner. Und die Muslime hören das und wir lassen zu, dass sowas stattfindet. Ja, ihr lässt zu, dass sowas stattfindet. Also meint er mich. Aber hört gut zu. Es ist halt nächste Sache, die ich ansprechen will. Prediger. Müll. Allah. Die meisten Prediger Müll. Also die meisten Prediger sind Müll, Leute, sagt er. Aber weil ich Nidjus und Wisse gesagt habe, ihr lässt sowas zu. Tamam. Also ich bin wieder der Falsche. Er ist der Richtige. Ihr merkt, er hat es nicht auf sich beruhen lassen, der Barello. Er will diesen Beef und den hat er bekommen. Bleibt abzuwarten, ob sich Abdelhamid nochmal zu diesen Worten hier meldet und äußert. Aber hören wir uns erstmal an, was Abdelhamid dazu sagen hat. Ich habe wirklich überlegt, hey, soll ich was sagen? Soll ich ein Video aufnehmen? Soll ich was sagen? Muss ich was sagen? Hat das einen Nutzen, wenn ich was sage? Ist es besser, still zu sein? Oder hat es einen größeren Nutzen, wenn ich einfach gar nicht drauf reagiere? Und ich habe mich entschieden, etwas zu erklären. Eins ging Omar, radiallahu anhu, Allah ist wohlgefallen auf ihm, zu einem Sahabi, weil Omar kannte nicht seinen Vater. Und so wie es damals war und heute immer noch, wenn man den Vater kannte und die Familie kannte, dann wusste man immer, was für ein Charakter, was für ein Benehmen, was für eine Erziehung stattgefunden hat bei diesen Menschen. Dann fragte er, wer ist eigentlich dein Vater? Der Sahabi guckt ihn an, verwundert, und fragte, was? Und Omar fragte, wer ist dein Vater? Ich kenne deinen Vater eigentlich gar nicht. Dann sagte der Sahabi zu Omar, mein Vater ist der Islam, ja, Omar. Omar schaute ihn sich an und seine Augen füllten sich mit Tränen und fing an zu weinen. Und er sagte, Wallahi, auch mein Vater ist der Islam. Weil der Islam sie erzogen hat. Der Islam hat sie sauber gemacht. Der Islam hat ihnen einen Weg gegeben.
Bei mir war es so, ich meine, ich habe es öfters erklärt gehabt, aber ich werde es auch nochmal erklären, ganz kurz. Flüchtlingsfamilie, würde ich mal sagen. Als nach Deutschland gekommen, meine Eltern. Ich hatte schon ältere Geschwister, dann kam ich hier auf die Welt. Dann waren wir in Asylheimen, Asylantenheimen. Und ich meine, vielleicht täusche ich mich, Allahu A'lam. Ich meine, wir haben so diesen deutschen Aufenthaltstitel bekommen, als ich 12 Jahre alt war. Und dementsprechend könnt ihr euch dann halt vorstellen, von einem Asylheim zum anderen Asylheim, von einem Asylheim zum anderen Asylheim, bis meine Eltern irgendwie das hinbekommen haben, so einen geregelten Alltag für uns Kinder zu schaffen. Mama und Papa waren selbstverständlich nonstop am Arbeiten. Wer hat dich erzogen? Die älteren Geschwister. Die waren aber selber noch jung, 2-3 Jahre älter. Also könnt ihr euch vorstellen, dass man von morgens bis abends nonstop draußen war. Draußen ist leider nicht wirklich was Gutes. Draußen erwartet die Jugend tatsächlich nichts Gutes. Im Großen und Ganzen eigentlich, wenn der Islam keine Rolle spielt, Sünden, Fehler, Schlägereien, Drogen, Alkohol und viel, viel Schlimmeres. Viel, viel Schlimmeres. Ich denke, die meisten wissen, was draußen ist. Also Jugendliche, die in den Spielotheken gehen. Ich hatte Freunde, die hatten schon mit 18, 19 Jahren 52.000 Euro Schulden und hatten Angst um ihr Leben. Dann hast du Leute, die angefangen haben zu kiffen. Andere haben gedealt. Die anderen wurden zu Messerstechern, die anderen gingen in den Knast. Es waren wirklich sehr, sehr wenige, die irgendwie sich nur auf das Gute konzentriert haben. So im Großen und Ganzen hatte man leider keinen guten Werdegang. Dann hatte man mit vielen Leuten Kontakt, die Raubüberfälle hatten und Raubüberfälle gemacht haben, geklaut haben, dies, das und... Aber eine Sache war bei uns damals tatsächlich, das ist nicht so gesagt. Egal wie schlimm wir waren und egal was für kaputte Sachen wir gemacht haben und ekelhafte Sünden gemacht haben. Und wenn Ältere da waren, sei es auch nur 3, 4, 5 Jahre älter, dann hatten wir Respekt. Wir haben wirklich respektvoll mit ihnen geredet. Nicht weil man Angst hatte oder so. Es war eine Sache von Respekt, es war eine Sache von Anstand. Weil was haben wir gesagt? Man zeigt nach außen hin die Kultur der Familie. Und dann war man immer ruhig. Und wenn es noch wirklich Ältere waren, dann waren sie auf unseren Köpfen. Wallah. Man hat die Tüten getragen von fremden älteren Menschen in Büssen, ist man aufgestanden, setzt sich hin. Man hat die Tüten getragen, damals in der Siedlung, wo wir gelebt haben. Ältere Menschen, wenn die ausstiegen mit Tüten, haben wir die Tüten getragen bis nach Hause. 4., 5. Stock Treppen, weil Lift kaputt war. Einkaufen fahren, zum Beispiel, da war eine alte, leider verstorben, der Ehemann, die Kinder waren nicht da und dann mussten wir immer eine halbe Stunde zu Fuß gehen, damit wir für sie so einkaufen, was sie braucht und eine halbe Stunde zurück. Man hat es gemacht. Und dann gab es noch Leute, damals, wenn man ein bisschen hinne war, ist man vor ihnen weggelaufen, das waren dann immer die, die über Islam geredet haben. Die haben dann immer die Jugendlichen gepackt, komm her, ich erzähle. Und wenn er dich gepackt hat, musstest du eine Stunde da sitzen und zuhören, so ja. Aber Wallah, man hat die geliebt. Weil immer, wenn irgendwelche Probleme da waren oder Fragen da waren, man hat die gesucht sogar, weil die haben dann die Probleme geklärt. Und wenn man irgendwelche Fragen hatte und so, dann hat man die wirklich gesucht. So findet man die nicht. Also die finden dich. Wenn du die brauchst, haben wir die gesucht. Wenn man die gebraucht hat, waren sie immer da, Alhamdulillah. Und man wurde dann älter. Und heute, ich danke diese Brüder. Wallahi, möge Allah in Firdaus al-A'la geben, die uns immer wieder so gesammelt. Und du warst draußen, komm jetzt her. Aber Bruder, ich bin draußen, komm her. Und dann hat er dich geschnappt. Und du hast eigentlich was ganz anderes vor. Bruder, du hast deine Haare gestylt mit H&M-Wachs. Du hast irgendwie deinen Vater überredet, einen Autoschlüssel zu bekommen. Und Rihanna, raus geht's. Und dann hat er dich irgendwo an der Tankstelle tanken sehen. Ach, komm mal her. Bruder, komm mal her. Manche von uns hatten sogar Probleme deswegen, weil möge Allah uns vergeben. Man hatte keine Ahnung vom Islam oder man hat es nicht so ernst genommen. Manche hatten Freundinnen und wenn er den einen gepackt hat, dann du hast ja was geplant. Und dann warst du die ganze Nacht mit denen und dann hat man immer abgesagt, ich kann heute nicht. Und dann wurden die Freundinnen immer sauer, weil die dachten, du betrügst mich mit den anderen. Und dann war auch der ganze Abend futsch. Dann hat man nur über Allah und seinen Gesandten gesprochen. Ich so, ja, Amin. Bruder, ich habe doch keine Dua gemacht. Ach so, mein Fehler, Entschuldigung. Was ich damit sagen will, man hatte generell Respekt. Und Wallahi, wir haben nie Schimpfwörter benutzt vor fremden Menschen. Vor älteren Menschen erst gar nicht. Wir haben uns benommen, egal wie kaputt wir waren, egal wie kriminell wir waren, egal was für Sündiger wir waren. Wir waren wirklich, und wenn noch manchmal in der Stadt der Hodja vorbeilief, wenn man zum Beispiel in einer kleineren Stadt lebt, auch in der Großstadt, in der Siedlung, wenn der Imam der Hodja vorbeiläuft, wie Soldaten, zack, fehlt nur noch der direkt, Salam alaikum Hodja, Salam alaikum Imamuna, und dies, und brauchst du was, und weil, der wieso, ich habe dich letzte Woche nicht gesehen, da haben gesagt,
Da war Schule, Arbeit und dann hat immer gelacht, hat gesagt, nächsten Freitag werde ich dich sehen. Und so waren wir. Man hat sie wirklich auf den Kopf getragen. Oh nein. Ihr habt's gehört, er hat sehr, sehr weit ausgeholt. Wir gehen jetzt aber auf die Hauptthematik ein. Denn wir wollten ja wissen, was er bezüglich Barello zu sagen hat. Bezüglich Barello? Wallah. Wallahi. Ich war geschockt. Nicht, weil ich es bin. Ich bin sogar erleichtert, dass er es gegen mich gesagt hat. Hätte es einen anderen Prediger, einen anderen Imam, einen anderen Hodja gesagt, glaube ich, wäre ich sehr, sehr wütend gewesen. Aber bei mir, ich kann damit umgehen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Menschen wie Barello, und wir wissen alle, Barello ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Man kann ihn oft entschuldigen, aber dass man Imame, dass man Prediger als Wissich, als Nedges beleidigt, dreckig, unrein, Penner, das bedeutet Wissich, Nedges. Nedges ist unreiner, Wissich ist so, du Dreckiger. Und die Muslime hören das und wir lassen zu, dass sowas stattfindet? Wir in der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als das passiert ist, Wallah, mein Handy war am explodieren. Und ich glaube, ihr vertraut mir, wenn ich euch das sage, dass viele Nachrichten kommen und gesagt haben, Bruder, sollen wir das klären? Von jederlei Sorte. Ich habe gesagt, nein, er ist immer noch einer von uns, lassen. Das klärt sich schon von alleine. Weil das eine Sache von Schock ist, dass man einen Prediger, dass man einen Imam, stell dir mal vor, du sitzt freitags in der Khutba und er steht auf und sagt, ja, Wissich, ja, Medjis, du hast keine Ahnung. Und dass einer wie Barello wirklich aufsteht und beleidigt und wirklich, das wäre, Wallah, Wallah, ich war sehr, sehr, sehr geschockt. Aber das, was mich noch mehr schockt, das, was mich wirklich noch mehr schockt, ist, dass wir Muslime das einfach zugelassen haben. Und Wallahi, es geht hier gar nicht um mich, es geht hier um die Situation. Dass wir Muslime das zulassen und Personen generell Barello und Co., solche Menschen, die nur wirklich einen Schaden, sie bringen einen Schaden für die muslimische Jugendliche. Aber dass man solche Menschen dann noch weiter zuguckt und weiter zuhört als Muslim, und es spielt keine Rolle, ob man jetzt diesen Prediger mag oder nicht mag. Damit will er sagen, boykottiert ihn. Das sieht man auch überall in allen Kommentaren. Ob man ein anderes Denken hat oder ein anderes Denken hat, spielt keine Rolle. Dass wir Muslime das zulassen, Wallahi, hätte er das selbst gesagt zu irgendeinem wildfremden Imam irgendwo in der Ecke von Deutschland, einen Hodja, den wir gar nicht kennen würden. Aber ich weiß, der ist Hodja oder der ist ein Prediger. Und er nennt ihn Wissich und Nejis. Wallahi. Wie können wir Muslime dann solche Personen noch weiter zuhören, noch weiter zusehen? Ein großes rotes Kreuz, ein großes rotes X auf diese Person. Für immer. Du hast eine Grenze für uns Muslime überschritten, die wir nicht mehr akzeptieren. Es gibt kein Entschuldigen und es gibt auch keine Akzeptanz in dieser Sache. Von mir ist verziehen. Es spielt keine Rolle, was er gesagt hat bezüglich mir, sondern die Situation, das, was passiert, und dann Entschuldigung, dann geht's weiter. Das ist ein absolutes No-Go für uns Muslime. Und für uns Muslime ist es haram, 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 solchen Personen weiter zu folgen und solchen Personen weiter zuzugucken und zu... nicht das Zugucken ist haram, sondern auch da, weil da nur Blödsinn ist, sondern das Supporten. Wir supporten die noch, ja. Unterhaltung. Guck mal, ihr müsst eine Sache verstehen. Ich bin nicht 24-7 mit dem Koran beschäftigt. Möge Allah mich so machen. Ich gucke auch durchs Internet. Ich lache auch über manche Sachen. Ich gucke mir manche Sachen an und lache darüber und finde das witzig und unterhaltsam. Aber der Sinn meines Lebens, das, wofür ich lebe, ist der Islam. Manchmal lasse ich mich ablenken und manchmal vergesse ich kurz, wieder zurück zum Gebet, oder ich bin immer noch Muslim, Alhamdulillah, weiter scrollen. Das gehört sich nicht für einen Muslim oder eine Muslima zu gucken, weiter scrollen. Der Sinn meines Lebens ist der Islam.
und alles, was meinen Islam verdirbt, und sei es ein Barello, Wallahi, ein großes X auf dich rot für immer. Du nützt mir nichts in meinem Alltag mehr. Es macht vielleicht Spaß, dir zuzugucken, weil ich über dich lache. Ich lache nicht mit dir, ich lache über dich. Aber selbst das ist für mich ein Schaden, weil du eine Grenze überschritten hast. Und auch nicht nur er, sondern auch viele andere in dieser TikTok-Welt und in diesen sozialen Medienwelt. Wir Muslime sind verpflichtet, nicht nur das Wissen zu schützen, sondern auch unser Benehmen zu schützen. Unsere Kultur, unsere Erscheinungsbild, alles müssen wir schützen. Und es spielt keine Rolle, ob du jetzt, sag ich mal, stark praktizierend bist oder weniger stark, schwach praktizierend bist, ob du bedeckt bist oder nicht bedeckt bist, ob du fünfmal am Tag betest oder nicht, ob du ein Bad hast oder nicht, ob du Musik hörst oder nicht, ob du Shisha-Bar gehst oder nicht. Du bist ein Muslim. Du bist ein Muslim und du hast genauso Pflichten wie der, der fünfmal am Tag betet. Du hast nur diese Pflichten nicht wahrgenommen mit fünfmal im Gebet, aber trotzdem hast du immer noch andere Pflichten. Und deine Pflicht ist immer noch, den Islam zu schützen. Und solche Personen dulden wir nicht. Und supporten wir nicht. Und selbst wenn er sich entschuldigt hat, vergeben ist dir. Trotzdem bist du für uns für immer weg. Weil aus dir kommt nichts Gutes. Dass wir es überhaupt zugelassen haben, dass es so weit kommt. Das ist ja nicht nur, sondern generell gegen Menschen. Generell gegen Menschen. Und dann Aussagen zu tätigen wie, ja, aber die haben auch über mich geredet. Du, dann weißt du ja, wie es ist. Du redest ja nonstop über welche. Das hast du es gerade nur gekostet. Und so viele haben über dich geredet und du hast dich trotzdem nicht gebessert. Also nützt dir die Ermahnung nicht mehr. Die Nasiha ist für dich nicht mehr nutzvoll. Und da das nicht allzu lang ist, der letzte Part von ihm, wo es nicht um Barello geht, aber es gab ja einen Auslöser des Ganzen, weswegen Barello diese eine Szene gezeigt hat. Barello hatte ja einen Clip gezeigt, wo er über Allah subhanahu wa ta'ala geredet hatte. Hat er Augen, hat er Hände. Ich will gar nicht in diese religiösen Sachen reingehen. Ihr wisst, ich halte das immer komplett raus aus meinen Videos. Aber das war so ein Vorfall zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen. Also es ist dieselbe Glaubensrichtung, aber irgendwie gibt es da eine Gruppierung, die nennen sich Wahhabiten. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Und zu dieser Thematik äußert er sich auch noch ganz kurz. Bezüglich der anderen Sache mit den Gruppierungen, da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Soll ich über die reden, soll ich nicht über die reden? Wallahi, ich spreche ihre Sprache nicht. Ich sehe mich nicht auf diese Stufe, um mich... um überhaupt über die zu reden. Wir sind nicht auf einer Liga, nicht in einer Liga, nicht auf einer Ebene. Meine Absicht ist, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, die Menschen zu Allah aufzurufen, die Moscheen zu füllen. Viele Moscheen habe ich abgelehnt. Jetzt Sommerferienpause, nach den Sommerferien geht's weiter. Meine Aufgabe ist es, die Muslime wieder zurückzurufen zu Allah. Die Muslime wieder zurückzurufen zum Guten, zum Tawhid, zum Gebet, zum Gehorsamkeit gegenüber den Eltern. Meine Aufgabe ist es, dass die Reihen wieder voll sind. Für Hass und Fitna und Missverständnisse und Lügen und Unglauben und etc. Das überlasse ich ihnen. Sollen die machen, was sie wollen. Meine einzige Bitte ist nur, ja nee, es ist zwar bekannt für uns, aber es gehört sich auch nicht. Auch wenn man eine Person nicht mag. Ja nee, ihre Anhänger nonstop am Schreiben und am Beleidigen und am Drohen und am Machen. Es ist nicht so, dass irgendwas in meinem Alltag ändert. Das ist sogar gut für mich. Ich kriege die guten Taten, ich brauche sie. Wallah. Aber es sieht nicht schön aus. Und das, genau das, was die machen und beleidigen und beschimpfen und diese ganzen privaten Nachrichten, die ich von ihren Anhängern bekomme, das bestätigt wieder, auf welcher Ebene die sind. Über wen habe ich am Anfang geredet? Über die kranke soziale Medien und Barelle und etc. Die sind auf einer Ebene. Möge Allah uns die Wahrheit als Wahrheit klar erkenntlich machen und die Falschheit als Falschheit klar erkenntlich machen. Yani, soll jeder machen, wofür er richtig ist. Wenn einer für Hass steht, soll er für Hass machen. Es ist bekannt. Sie haben vor 17, 18 Jahren haben sie dasselbe gemacht und heute machen sie wieder dasselbe. Nur Hass und Fitna und Warnung hier. Ich will damit nichts zu tun haben. Allah, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will mit nichts Schlechtes zu tun haben. Ich will mein Herz nicht an dieses schlechtem Binden, und weil es macht mein Herz kaputt. Und der Prophet sagte, yani, dass Diskussionen nie einen Nutzen haben. Und der, der die Diskussion meidet, ist besser. Und der, der die Diskussion meidet, wird Jannah haben, mit einem Haus, mitten im Paradies. Und macht, was ihr wollt. Ich mache, was ich will. Möge Allah mit der Wahrheit sein. Und Alhamdulillah, wir sehen, wer die Moscheen füllt.
Möge Allah uns aufrichtig machen, möge Allah uns vergeben, möge Allah unsere Sünden vergeben, unsere Fehler zudecken. Möge Allah unsere Sünden nicht als Sebeb nehmen, dass wir nicht das Gute verbreiten können. Und möge Allah uns gut und besser machen und möge Allah das Schlechte von uns entfernen. Und möge Allah uns den Weg zum Schlechten zumachen und möge Allah uns den Weg zum Guten freimachen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den Worten La ilaha illallah leben lassen und uns das leicht machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch mit den Worten La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben lassen und uns auch das leicht machen. Ja, Freunde, und jetzt, wo wir so viel Positivität getankt haben und schöne Worte, wird es Zeit, uns nochmal die Schattenseite von TikTok reinzuziehen. Denn ich hatte schon am Anfang des Videos gesagt, das mit Harun ging weiter. Was ist eigentlich aus dem Beef zwischen Barello und Yasser geworden? Beide müssen Overs klären. Bitte schön, fang an. Gestern sind viele Sachen vorgefallen, oder? Ja, du hast mich gestern herausgefordert, 1 gegen 1, ne? Ja. Okay. Barello? Ja, Abi. Ich will dir eins erklären. Das mit Harun gestern hast du vielleicht ein bisschen falsch verstanden, okay? Ich habe nie gesagt, dass du Harun sagst, er soll auf Eltern gehen. Habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass du manchmal durch deine Bewegung, weil Harun so naiv ist, er wird schlimmer durch deine Bewegung, deine Bewegung und die Haar und hier und hu. Verstehst du? So naiv mit 18 kann man doch nicht sein, Abi. Doch, walla doch. Naiver geht's nicht, er ist ein Kind. Du bist auch ein Junge, du bist auch klein im Kopf, aber ich musste gestern lachen, walla. Wo du mich herausgefordert hast, muss ich walla lachen. Es war witzig. Komm, wie klären wir das, Abi, jetzt? Bitteschön, fang an. Tut mir leid, Abi. Für Herausforderung. Guck, mit dem will ich ein Siegen eins, mit dem. Nicht mit dir, walla. Mit dem. Und was war eigentlich mit dem Stress zwischen Harun und dem Großfamilienmitglied, was viele immer so gesagt haben? Da war ja dieser Bilal, der offline gegangen ist und meinte, schick mir die Adresse von Harun. Der wollte hinfahren, ist aber, glaube ich, nicht hingefahren. Und der hat ja auch schon zu Barello gesagt, ey, benimm dich. Jetzt schaut euch mal diese Szene an. Die machen sich lächerlich, weil die nehmen uns. Das Problem ist auch ein bisschen unsere Schuld, dass wir diese... Warum machst du deine Hand so jetzt? Hm? Warum machst du deine Hand so jetzt? Bruder, sage dir, Ivo. Ja. Diese Leute verstehen Bilal anders. Bilal Abi, für diesen Bart, verzeih mir. Guck mal, für diesen. Ich hab dir gesagt vorhin. Für diesen Bart mit Lücke, verzeih mir, für diesen Bart. Halb voll Bart, Abi, guck mal, für diesen Bart. Abi! Sympathisch. Little Birdie Egg. Trotzdem, aber trotzdem, Beispiel, Barello ist ein bisschen besser als die anderen. Die anderen haben nur Respekt. An Barello kann man noch mit denen reden, ehrlich. Ich kenne ihn auch privat. Ich habe Hasan 10-mal gesagt, schick mir bitte mal Adresse. Aber wann? Aber und mit diesem Jungen fing ja alles an, Harun, der sich in diesem Clip lustig macht über den ersten Rap-Song von Arafat Abou-Chaka. CL63 AMG, der Presi, Neukölln, Spinnebomber, Jackengang mit Daisy. Keiner macht dir Faxen los, du Kelb, hol die Achsen. Und ich schick meine Soldaten, die euch auf die Nacken klatschen. Du willst dich widersetzen, ich dulde keinen Natürlich, man kennt es nicht anders, musste sich wieder entschuldigt werden. Wie du die erste Mal dachtest, dass irgendwie bei ihm entschuldigt wird. Über die Punkte. Alles gut. Guck mal. Ich weil die ganze Zeit kriege ich Anrufe von Dieps Leute, wallah, die suchen mich. Warte, ich wollte ja das, was dazu sagen, weil ich habe mit ihm telefoniert, bevor wir live gekommen sind. Ich entschuldige mich bei Dieb, weil ich habe aus Versehen gesagt, ich tippe in Dieb rein. Das wollte ich natürlich nicht sagen. Und das ist mir auch ausgerutscht. Dafür entschuldige ich mich bei Dieb, weil ich habe gehört, er ist eine harte Nummer in Essen, er ist ein Türsteher, er ist eine harte Nummer, ich entschuldige mich bei ihm. Und bei Bilal Umayrat, oder wie heißt der, Hasan? Bilal Miro, den du gestern beleidigt hast. Bilal Miro, bei Ihnen entschuldige ich mich auch, weil das sind zwei krasse Menschen mit Macht. Und auf Dudi, seinen Kopf, mache ich morgen früh ein Frühstück mit meinen 2 Eiern. Ja. Das ist so gottlos. Und guck mal, wie die beiden sich gegenseitig pushen. Ey, du bist mächtig geworden, ne? Du bist... Von wem hast du Schutz, Junge? Von wem, dass du so redest? Wallah. Hells Angels. Was? Ehrlich jetzt? Ja. Ich wusste, dass du... CL63 AMG, der Presi,
natürlich mussten sich Harun und Kürt Ibo auch in die Haare kriegen. Ibo, ich habe gerade mit Harun auch geredet. Bitte lass uns ohne beleidigen, ohne nichts. Lass uns einmal. Oder lass mal ohne dieser Match, Bruder. Lass mal einmal vernünftig reden und dann ein für alle Mal das Thema beenden. Harun, willst du was sagen? Ich sage nichts, ich höre erstmal. Ibo, was du vorhin gesagt hast über die Sachen, dass sie nicht stimmen. Einmal für mein Herz, Ibo, ja, lass das nicht so an dich rankommen. Ich will in seine Augen. Guck mal, nein. Du brauchst dich hin und her machen. Wenn du sterben willst, bei uns gibt es ein Sprichwort. Wenn du sterben willst. Guck mal. Junge, lass mal. Hör doch mal zu, Harun, hör zu. Harun, ich meine das ernst. Wenn du sterben willst, sag mir ehrlich, du willst sterben. Sag mir. Du denkst dich. Ich bin gerade auch noch mit Clan-Familien dann. Was für Clan-Familie, Junge? Du bist irgendein Lutscher, ein Lollipop-Mann. Was für Clan-Familie? Ibo, geh raus, Scheiß drauf. Ibo, geh raus, Wallah. Wallah, anders versteht ihr nicht. Er sagt Clan-Boss, du Flaschensitzer. Ist so gottlos, du Säge. Er sagt Clan-Boss, was für Clan-Boss, bei Allah. Junge, was für... Oh mein Gott, er sagt Clan-Boss, Walla. Irgendein Lollipop-Lutscher sagt Clan-Boss, Walla. Junge, du bist von Clan-Boss Läufer, Walla. Boah! Oh. Tschüss. Wie? Und was passiert, wenn zwei ganz Verrückte aufeinander treffen? Das seht ihr hier. Was er macht? Adam Fittler, der war mit Barella. Ohne Rassner Gelme. Jap mal. Aber evine getirme. Aber mach nicht, Harun ist mein Bruder. Barella, evine getirme. Harun ist mein Bruder. Ich sag, mach das nicht mehr. Kann ich mal ihn heilen? Ich mach extra jetzt. Was willst du, Mann? Komm, fahr. Barella, er hat deine Schwester gerade beleidigt. Bei Allah. Ich hab ihn nie beleidigt. Wallah, doch, du hast der nimmt dich immer ernst. Der macht Fitna, ob du ihn beschützt. Hör mal zu, du hast gerade gesagt, seine behinderte Schwester. Was nicht ernst gemeint ist, habe ich gesagt, was nicht böse gemeint ist. Wallah, Engel würde ich bei dir wohnen, ich schwöre. Vor allem, wie Harun sich auch noch über Arafat lustig macht und wie jeder von denen immer wieder versucht, auf ihn einzureden, ohne Erfolg. Immer wieder, ja Harun, ich mag dich, ja Harun dies, Harun das. Bei uns würden wir sagen, Chok to Saret. Wallah, bester Rapper Arafat Abi, bei Allah. Wallah, ich höre nur seine Musik, ja Sabi, Wallah. Wallah, bester Rapper, hör mal, was er sagt. Harun, ich habe mal eine Frage an dich. Warte, ich rede mit dir. Hör mal aus. Mach mal jetzt die Scheiße aus, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Hat der gesagt, Arafat Song ist scheiße? Ganze Scheiße, ha? Du bist doch ein sehr guter Junge, ein lieber Junge. Warum? Was geschieht in deinem Kopf? Was denn, Abi? Den kann man nicht mehr helfen, Wallah. Ey, mein großer Bruder wartet auf Besuch von Dudi. Und nimm deine zwei 1,40 Brüder, die so laufen, diese Gummizwerge auch mit. Ich schwöre bei Allah, die kriegen Ohrfeigen. Wer ist dein großer Bruder? Ich mein Dudi sein Anne. Ey, hör auf hier zu meiner Mutter zu gehen. Hast du keinen Respekt oder was? Was hab ich dir heute gesagt? Abi. Ja, Hassan, du hast mir was versprochen. Kred inshallah. Junge, hallo. Ich verstehe dich, du bist genug frustriert, weil du weißt ja, was es gerade rumgeht. Den einzigen, den ich auf diese App ernst nehme, ist Yasabi. Höre dir bei Allah, wenn du mit ihm redest, hier rein, hier raus. Ich sage dir ab jetzt, ich kann dir nicht mehr helfen, Wallah. Hassan, du bist der Mächtigste aus Hannover, Wallah. Ich bin nicht der Mächtigste aus Hannover. Ich möchte nur, dass du diese Scheiße lässt. Denk an deine Familie, denk an deine Mutter. Es reicht langsam. So, und was jetzt mit Bilal, warum hast du ihn einfach so beleidigt? Weißt du überhaupt, wer Bilal ist? Warum beleidigst du ihn einfach so? Wer ist Bilal? Vor allem, da es ja auch so wichtig ist, wer jemand ist. Man sollte niemanden beleidigen, egal wer auch immer er zu sein scheint. Jeder Mensch sollte gleich viel wert sein. Aber ich denke, das reicht für unsere heutige Dosis TikTok-Cringe. Waren schöne Sachen dabei, waren auch wieder negative Sachen dabei. Wie gesagt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die eine Grenze überschritten wird und es Verletzte gibt. Also richtig Verletzte. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt green und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.